Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Mew Stash. Ich habe mal hier wieder angefangen. Let's Dance, alles klar, denn es geht weiter mit Latitude. Über 140.005 Miss Achievements. Alles. Nein, warte mal hier. Knockback of Big Enemies Perfectly. Oh, das wird nicht funktionieren. Alle 100%. Okay. Wir geben einfach unser Bestes. Und ich versuche, weniger zu reden und mehr zu treffen. Der Song ist schnell. Ich weiß übrigens immer noch nicht ganz genau, was die großen Enemies eigentlich sind. Sind es diese Bosse und Pseudo-Bosse oder sind es diese Reiter? Diese Autos vielleicht auch? Ich habe keine Ahnung. Oder nur das jetzt eben? Ich wünsche mir jetzt irgendwie, dass es vorbei ist, damit ich es geschafft habe. Denn ich glaube, bisher haben wir es sowohl bei den Großen als auch bei diesen Reiter- und Autoviechern geschafft. Dass wir nur perfekte Hits hatten. Oh, da ist dahin. Den oberen habe ich gerade eben nur mit Grave getroffen. Das ist unsere letzte Chance, dass die Großen halt wirklich diese ganz Großen eher. Dass das die Großen sind. Aber ich glaube, das gilt eher als Boss. Ich glaube, die. Aber immerhin, jetzt wissen wir es. Ohne Full-Combo ist ja auch schon mal was, ne? Und das beim ersten Mal. Darf man ja auch nicht vergessen, ne? Aber leider kein Achievement. Schade. Das heißt, die Großen sind tatsächlich diese komischen, dicken Typen da. Diese Bodyguard-Typen. Und eventuell die Autos. Das weiß ich halt nicht. Ich habe es bei beiden versemmelt. Von daher kann ich das nicht mal sagen. Okay, es geht wie immer zu Budget is Burning, wenn wir... Irgendwie gehen wir mal dahin. Denn B, das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Und wir haben es erst einmal geschafft. Das kann ich ja echt nicht auf mir sitzen lassen, dass wir dann nur ein B haben. Muss besser werden. Ich hoffe jetzt einfach, dass es das wird. Wir haben ja auch schon mal gemerkt, am klügsten ist es eigentlich, wenn man die Songs mehrfach hintereinander spielt. Freund hat mir auch empfohlen, ich soll mal Osu spielen. Oder Os. Keine Ahnung, wie man das jetzt genau... Ah. Ich sollte nicht reden, ich sollte treffen. Hat mir jedenfalls empfohlen, dass ich das auf jeden Fall mal spielen soll. Was hat denn das jetzt nicht reagiert? Ich glaube, da war ich... Okay. Mit ein bisschen Konzentration. Oh nein. Wieso hat es denn jetzt eben gerade oben nicht, unten nicht. Ich schlag doch auf unten. Hä? Okay, das war gerade sehr seltsam. Ich habe gedrückt, aber es hat nichts gemacht. Also hier funktioniert es ja problemlos, aber. Gerade eben, als wir oben die Note gehalten haben, wollte es irgendwie nicht. Das wird auch jetzt keine gute Bewertung.
immerhin sollten wir es überleben. Oh, das war ja noch gar nicht... Jetzt habe ich unten schon auf die Punkteanzeige geschaut und es war noch gar nicht fertig. Das war gerade ganz komisch. Eh schon wieder. Das ist wie verhext. Ich konnte gerade, wenn wir oben die Note gehalten haben, konnte ich nach unten nicht angreifen. Na gut, Level Up ist ja auch schon. Das hat trotzdem gereicht. Nur für einen neuen Song noch nicht. Und jetzt gehe ich einfach mal zu den... Nee, da wollte ich gar nicht hin. Zu den... Zur Default Music. Ich sag's, wir machen jetzt mal wieder was Einfaches. Wie wär's zum Beispiel mit Frostland? Da haben wir auch nichts geschafft. Eine Full Combo. Probieren wir doch mal, ob wir in Frostland jetzt eine Full Combo schaffen. Es würde mein Selbstvertrauen ein bisschen boosten, muss ich zugeben. Ich will ja nichts versprechen, aber ich glaube, wir haben schon Schlimmeres überlebt. Das könnten wir tatsächlich eventuell schaffen. Jetzt habe ich so mutig gejinxt. Aber ich denke mir tatsächlich im Vergleich zu anderen Sachen, wir kriegen keine perfekte Full Combo hin. Da waren schon imperfekte Sachen drin. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals hinbekomme, ohne richtig, richtig, richtig viel zu üben. Dass wir einfach irgendwo alles perfekt treffen. Aber ich glaube, wir haben jetzt so viele wirklich schnelle und teilweise auch echt fiese Lieder gehabt. Ich glaube, da ist das hier in den Bereich des Möglichen gerückt. Zumindest hoffe ich das sehr. Ups. Tja, fast in die Kettensäge. Den Geist habe ich auch gesehen. Gleich bestimmt wieder eine Kettensäge. Natürlich. So. Drei Viertel vom Lied haben wir geschafft. Ich glaube, ich darf vorsichtig optimistisch sein. Sehr vorsichtig optimistisch. Denn die Dinge hier muss ich natürlich auch immer noch schön treffen. Aber ich frage mich wirklich, warum das eben nicht nach unten angegriffen hat. Hätte ich da... Ich habe ja für jedes nach oben und unten zwei Tasten. Hätte ich da die andere Taste nehmen müssen? Yay, Full Combo. Okay, das haben wir geschafft. Sehr schön. Und ein S-Ranking. 92. Das ist doch schön. Okay. 41, dann... Da sind wir schon relativ weit beim Heart-Pounding-Fight. 150er-Kombo. Sollen wir das nochmal versuchen auf Heart? Probieren wir. Jetzt will ich's wissen, ob wir das auch noch hinbekommen. Ja. Oh, ist mal wieder ein heller Level. Das freut mich gerade irgendwie. Die ganzen Level in letzter Zeit waren so dunkel. Stimme ist jetzt halt, ich darf es nicht versauen, denn ich muss nicht eine Full-Kombo muss es ja nicht mal sein, aber wenn ich es halt zu spät versaue, dann klappt es mit der Kombo auch nicht mehr. Aber vielleicht ist das auch der Trick, dass man... Und da ist die Kombo dahin. Wir können es natürlich trotzdem noch versuchen, weil wir relativ am Anfang sind. Außerdem wichtig natürlich die Punkte haben. Also davon ganz abgesehen, ne? Wir schalten ja auch neue Songs wieder frei. Okay, das wird nichts mehr mit dem. Das wird nichts mit der. Heute klappt es irgendwie mit den Höhen und Tiefen nicht so. Das ist einfach nicht mein Tag, habe ich das Gefühl. Ups. Ja, Bonbon. Oh, jetzt doch kein. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe es kapiert. Bong, bong, bong und... Bong, bong. Ein Bonbon und danach eine Kettensäge. Aber haben sie es gerade in dem Moment echt geändert gehabt. Na, klein Schlinge ihr.
Warte, sollten wir eine 250er oder eine 150er Kombo schaffen? Bestimmt eine 250er, oder? 150, wir haben es geschafft. Yay, das war ja gar nicht mal so schwer. Dafür, dass ich so oft versammelt habe. Yay! Okay, Level Up Award. Energy Battery und Salted Fish. Und ein neuer Song, perfekt, Aqua Stars. Sound Solar. Darauf freue ich mich jetzt irgendwie, dass der Name allein klingt toll. Reiner. Und ich will mal wieder was von einem Charakter freischalten, sonst muss ich... Wir fangen auch einfach an. 180er-Kombo, das könnte aber schwierig werden, glaube ich. Macht aber nichts. Ansonsten mische ich einfach mal unsere Charaktere durch, dass wir einfach wieder einen anderen Charakter mit einem anderen Elfin haben. Könnte auch schon helfen bei manchen Sachen. Okay, wisst ihr was? Ich fange mal von vorne an, ne? Also wenn ich mich direkt bei den ersten drei Gegnern verklicke, dann muss es ja auch nicht sein. Nach den ersten 10, okay, bei den ersten 3. So, ab jetzt wird nicht mehr neu gestartet. Aber das gerade eben, das konnte ich mal nicht auf mir sitzen. Das war ja der schlechteste Anfang ever. Ja. Okay, das habe ich verpeilt. Das wird auch kein wirklich guter Lauf, aber... Immer ein Song zum ersten Mal ist immer ein bisschen schwieriger. Es hat bei den einfachen Songs funktioniert, dass wir uns da trotzdem dann super angestellt haben. Für das andere, für die Schwierigkeit bin ich inzwischen einfach... Einfach schon nicht mehr so... Ja, da sind meine begrenzten Fähigkeiten tatsächlich dann schon lang vorbei. Ein Geist ist vorbei. Okay. Auto unten einfach fast auch nicht erwischt. Und ich höre noch einen Freund neulich. Zu ihm sage ich erst neulich noch, dass es. Oh Gott! Was ist das denn? Okay, das war nur ein bisschen stressig. Wow. Okay, das war nicht so gut. Vielleicht sollte ich zur Abwechslung mal wieder so ein ganz, ganz das allererste Lied nochmal spielen. Wäre das nicht schön? Ihr wolltet bestimmt schon wieder ganz lange mal den allerersten Song hören. Den allerersten. Wo ist er denn? Der allererste. Der allererste. Da ist der allererste. Guckt mal, da haben wir sogar Knockback All Small Enemies Buffy. Wir probieren es einfach nochmal. Da haben wir schon dreimal durch. Ihr wollt es bestimmt alle noch ein viertes Mal hören. Aber vielleicht schaffen wir es. Ne, wir schaffen es nicht. Aber das ist egal. Wir kriegen Punkte dafür und das ist vielleicht mal wieder ein Erfolgserlebnis. Auch auf Hard. Da kann ich mir einreden, dass ich gar nicht so schlecht bin. Außerdem mag ich den Song. Er ist so nah. Also wenn er jetzt vorbei wäre, hätten wir es geschafft, ne? Und jetzt haben wir es schon wieder nicht geschafft. Aber dieses Perfekt-Treffen ist halt auch irgendwie schwierig. Da muss man, glaube ich, wirklich einfach den Song oft machen. Also entweder muss man... Oh, verdammt. Entweder muss man, glaube ich, sehr musikalisch sein oder man muss den Song so oft machen, dass man halt wirklich ein Gefühl dafür hat. Und ich frage mich gerade, ob es vielleicht mit dem Controller einfacher wäre, das zu spielen. Als mit der Tastatur. Naja. Das Achievement kriegen wir nicht, aber immerhin ein paar Punkte und... Ich glaube, nächstes Mal mischen wir dann einfach wieder die Charaktere ein bisschen durch. Denn wir hatten die beiden jetzt schon sehr lange und das Weihnachtsgeschenk zum Beispiel nur ganz, ganz kurz. Das würde ich dann noch gerne ändern, denn langsam, so sehr ich sie mag. Vielleicht tut es mir auch ganz gut, wenn ich einfach mal wieder mit jemand anderem spiele.
und wir einfach so ein bisschen die Elfins dann auch durchwechseln. Denn eigentlich wird ja auch empfohlen, man soll überlegen, welcher Elfin und welcher Charakter für welche Situation die beste Wahl ist. Und das machen wir halt nicht. Also ich nehme halt das, was wir freigeschalten haben und hoffe dann, dass wir relativ zügig was anderes freischalten. Ich weiß auch nicht, wie viele Level-Ups wir brauchen werden, damit wir tatsächlich alles freischalten. Aber so lange machen wir eben mindestens. Und dann gucken wir mal, dass wir... Ja, dass wir einfach alles einmal gesehen haben. Ach, war ja nicht so gut, ne? Aber war auch hart. Also, immerhin ein A. Immerhin ein A. Na gut, dann war das jetzt aber auch das letzte Lied für heute. Und haben wir ein Level abgeschafft? Nein? Okay. Wisst ihr was? Dann mache ich jetzt einfach das hier nochmal, aber alleine, damit wir ein Level-Up haben. Vielleicht. Oder wir machen was anderes. Muss ich mal gucken. Nächstes Mal sind wir auf jeden Fall entweder Level 43 oder aber ganz, ganz kurz davor, weil ich dann vielleicht das Ende erst von dem Lied mit reinschneide. Dass ihr dann seht, wie wir aufsteigen, damit ihr seht, was wir freischalten. Falls wir was freischalten. Damit ihr seht, was wir gewinnen. Als Belohnung kriegen für den Level-Up. Ja, genau das. Oh Gott. Okay, es ist schon viel zu spät. Ich sollte aufhören, aufzunehmen. Macht ihr noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim Mewstash. Bis dahin. Bye, bye.